Ja, guten Morgen Leute, der zweite Tag von unserem Tauernradweg beginnt jetzt gleich. Hier, der Campingplatz ist langsam erwacht, wir auch. Es ist 8 Uhr, jetzt gehen wir noch unsere Hütte zahlen und dann würde ich sagen, dann gucken wir erstmal nach Zell am See wieder und schauen, dass wir da was zum Frühstück kriegen. Oder Joschi? Bist du auch dafür? Ja. Erstmal einen schönen Kaffee und eine Weckle. Aber jetzt erstmal unsere schöne Luxushütte hier bezahlen. Aber wenn die Sonne jetzt wieder rauskommt, ist noch extrem kalt. Aber ein herrlicher Blick hier rüber zum See. Ich hoffe, ihr seht es auch. Ja, die Hütte hat uns 49,60 € für die Nacht gekostet. Wenn man mehrere Nächte geht, wird es günstiger, weil die Endreinigung sind, glaube ich, 10 Euro. Also, aber wenn man einen Tag ist, 50 € rechnen. Das war der Spaß wert. Wir haben nicht im Zelt gefroren und es war recht gemütlich in der Hütte, muss man sagen. So, und jetzt aber zum gemütlichen Frühstück. Können wir den Tag beginnen. Ne? So, jetzt sind wir wieder frisch gestärkt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder runter an den Radweg kommen. Der ist direkt am See. Und da müssen wir irgendwie unter die Schienen wieder durchkommen. Müssen wir mal gucken, dass wir Wegle finden. Ah, man kommt da über die Schienen drüber, man muss nicht drunter durch. Jetzt sind wir gleich wieder auf unserem Radweg. Ja Joschi, ich glaube, das wird wieder ein guter Tag heute. Ja, sieht schon mal traumhaft an hier. Sieht schon mal traumhaft aus. Eh? So, da vorne links müssen wir um das See rum und dann geht es in das Tal da hinten rein. Jetzt verlassen wir den wunderschönen Ort hier. Das fällt uns echt schwer von dem See jetzt hier weg, weil der See mit den Bergen, das ist wirklich wunderschön zum Anschauen. Aber wir müssen weiter Richtung Salzburg und unser nächstes Ziel ist, glaube ich, Bruck, oder was haben wir gesagt? Bruck. Und nach Bruck sind es noch 4 Kilometer und die gehen wir jetzt an. Ja, rechts. Heute wollen wir bis Gölling kommen und den Weg bis dahin zeigen wir euch jetzt mal auf der Karte. Das wird ein schöner Weg. Bisher auf alle Fälle. Hoffen wir. Hoffen wir's mal. Genau. Hier an der Kreuzung trennt sich also der Weg von gestern. Gestern waren wir hier auch schon mal. Und jetzt geht es aber links ab in das Tal da vorne in Richtung Bruck. Und von da immer schön weiter, wieder an der Salzach entlang, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, dass es die Salzach ist. Aber jetzt erstmal bis Bruck. Hier in Bruck oder nach Bruck haben wir die erste Jacke schon ausgezogen. Und jetzt geht's hier runter auf der Salzachstraße. Und wie es aussieht, schön bergab. Aber ich glaube, es kommen ab und zu so kleine Hubbel nach oben. Aber jetzt genießen wir erstmal das Abfahren.
Heute soll es dann auch noch bis zu 20 Grad warm werden. Da sind wir mal gespannt. Da können wir dann ja heute im T-Shirt fahren. Und der Joschi schreit schon nach Sonnencreme. Das haben wir gar keine mitgenommen. Da müssen wir halt auch noch danach gucken. Der hat schon ein bisschen Sonnenbrand gekriegt. Tja, kommt immer anders, als man denkt. Und es steigt schon wieder. Danach bis später. Hoffen wir, dass es noch weil es so bleibt. Unser nächstes Ziel ist hier schon angeschrieben. Müssen wir hier noch durch eine Baustelle fahren, aber da gibt es keine Umleitung und da steht halt langsam durchfahren. Wir fahren ja eh immer langsam. Kein Thema, oder? Ja. Joschi sagt immer ja. Ja. Stell ich mir immer nur Ja oder Nein Frage. Ja, ich habe Angst, dass du anders überfordert bist. Wir überqueren jetzt gerade wieder die Salzach und haben dann noch 4 Kilometer bis Taxenbach. Ja, der Joschi hat jetzt seine Sonnencreme gekriegt. Dann haben wir noch 4 Radler mitgenommen fürs Mittagessen und nachmittags wieder ein bisschen in die Sonne sitzen. Und jetzt haben wir noch 4 Kilometer bis Taxach. Gehen wir es an. Taxenbach. Okay, scheiße. Und wieder geht's bergauf. Das Tal hier wird langsam enger. Jetzt muss ich die Autostraße, der Fluss, die Bahn und unser Radweg müssen wir uns alle das bisschen Platz hier noch teilen. Aber wir haben wenigstens noch einen eigenen Radweg. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so anhält. Nach 1,5 Kilometer soll eine Klamm kommen, aber ich denke, dass die noch zu ist. Zu der Klamm wird es jetzt 1 Kilometer darunter gehen, aber wir fahren unseren Weg weiter und jetzt gibt es dann bald auch was zum Mittag. Ja, ich habe auch Hunger. Wir haben jetzt 11:30. Stimmt das? Ja, 11:15. Nein. Dann habe ich noch ein bisschen weniger. Hier ist Tal jetzt richtig eng. Wir fahren hier auf der alten Landstraße, neben mir die Schienen, da unten der Fluss und über uns die neue Landstraße. Also alles gebündelt hier mal wieder.
eigentlich richtig schön hier, aber was uns mal wieder fehlt, das ist Tischle und Bänkle. Da ist gar nichts, gell, Joschi? Nee. 0,0. Mal wieder. Aber irgendwas werden wir schon finden, wo wir kochen können. Echt schön hier. Macht Spaß zum Radeln. Ja, und das schöne Bild hier haben wir in Lent gesehen jetzt. Nur schade, dass direkt daneben die Fabrik ist. Ja? Aber auch schon alte, historische, wie es aussieht. Ja? Jetzt will er es aber wirklich von uns wissen. So, jetzt haben wir schon ewig hoch müssen. Jetzt müssen wir da auch noch an Tankstelle und Gasthaus vorbei, unten durch. Und da hinten beim Posauner wird noch weiter hoch. Da freuen wir uns, ne? Ja. Von nun an ging's bergan. Böse Falle. Das ist aber auch echt gemein. Ich habe dem Joschi eine tiefenentspannte Tour im Tal versprochen. Und jetzt müssen wir solche Dinger hier angehen. Ich hoffe, dass das mal wieder nachlässt. Die ersten Blümle sehe ich jetzt auch mal hier am Wegrand. Und wir haben wirklich schwer jetzt hier hochkämpfen müssen. Joschi ist immer noch unterwegs und ich denke, aber jetzt geht es noch langsam wieder runter bis zu der Talsperre da vorne. Ich hoffe es. Ich komme ins Schwitzen mal wieder. An den Weg hier bin ich mit dem Joschi vor ein paar Jahren schon mal gefahren. Hier ist nämlich auch der Alpe Adria Radweg. Bloß sind wir in die andere Richtung fahren, nämlich in die da. Und diesmal fahren wir in die Richtung, Richtung Salzburg. Aber hier sind wir auch schon durch. Ja, gleich sind wir dann an dem Ausgleichsbecken. Lehengut heißt es, glaube ich. Und ich hoffe mal, dass sie da ein bisschen was zum Hinsitzen hingemacht haben. Vielleicht sogar Tischle. Aber so weit muss ich ja gar nicht gehen. Es wäre ja schon mal ein Bänkle, okay. Irgendwas halt. Das war wohl auch nichts. Weder ein Tisch noch ein Bänkle. Gar nichts. Wir haben gerade noch ein bisschen Wassermangel, deswegen suchen wir erstmal noch einen Brunnen, bevor wir dann Essen machen. Hier wäre einer, aber der ist leer. Dann verlassen wir halt das Becken hier wieder und fahren weiter nach Schwarzach. Da wird es auch einen Brunnen geben. Aber der Blick hier ab und zu entschädigt doch für einiges. In Schwarzach haben wir jetzt unsere Wasservorräte wieder aufgefüllt. Dann können wir jetzt auch kochen. Und 6,5 Kilometer sind es noch bis St. Johann. Und wir hoffen, dass da zwischendrin irgendwo was ist, wo wir hinsitzen können. Jetzt haben wir zwar nur eine Bank, aber die muss es heute tun. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir unsere Lachsnudeln kochen. Ja, Hunger hätte ich jetzt auch. Wie viel haben wir denn? 1:15. Okay, dann wird es Zeit. He? Aber einen schönen Blick haben wir wenigstens zum Essen. Joschi habe ich jetzt eingestellt. Zum Zwiebel schneiden, schälen und schneiden. Wenn das seine Freundin sieht, dann muss er das daheim auch immer machen jetzt. Achso, muss ich sowieso. Schnibbeln und Salat. Das ist dein Job. Jetzt er denkt, Essen ist dein Job. Joschi hat es ja schon angekündigt, es gibt heute Lachsnudeln, aber nicht einfache Nudeln,
sondern wir haben hier, wie heißt es? Pasta Bike, also Bike Pasta. Die habe ich vom Yoshi mal gekriegt, zu Weihnachten nämlich. Und die habe ich jetzt auf der Tour hier mitgenommen. Das sind lauter kleine Fahrrädle. Die werden wir uns jetzt reinziehen. Und na, mit einer schönen Lachs-Sahnesoße. Ja, wir haben gesagt, 500 Gramm wird zu viel sein, 250 zu wenig. Jetzt werden wir anderthalb Päckle machen oder vielleicht doch beide. Mal gucken, wie es im Topf aussieht. Und ja, Yoshi hat schon Zwiebel geschnitten. Knoblauch machen wir noch. Und es geht ruckzuck. Und dann essen wir mal was. Wir haben hier so einen Alaska-Seelachs. Da ist ein Öl drin. Das Öl nehme ich zum Anbraten. Lass jetzt das Öl da in den Topf rein. Den Lachs tun wir auch in kleine Stücke schneiden. Tun wir aber erst nachher rein, wenn das schon ein bisschen angebraten ist. Dann noch die Sahne oben drauf, abwürzen und fertig. Ja, dann wie immer, guten Appetit. Wir essen jetzt in Ruhe. Ich hoffe, das schmeckt. Alte Hände. Harte Fahrräder. Aber doch. Das bringt uns wieder ein paar Kilometer weiter. Mit so viel Rädern im Bauch. Und natürlich mit dem Gössner Radler. Unser Trupper. Also, wir essen jetzt. Beim Essen ist uns diesmal so warm geworden, dass wir jetzt beschlossen haben, wir versuchen mal im T-Shirt zu fahren. Ja, wie gesagt, sollen ja auch über 20 Grad heute werden oder an die 20 Grad. Und das merkt man jetzt aber auch massiv. Aber es ist schön. Macht Spaß! Hier über die Brücke noch und dann ist nicht mehr weit. Dann sind wir im Alpendorf St. Johann. Von hier sieht es schon mal richtig schön aus. Die andere Seite sieht aber auch gut aus. Das stimmt. So Berge haben schon was. Genial. Aber wir müssen weiter. Wir haben uns ein Ziel gesetzt heute. Und das sollten wir auch irgendwie einhalten. Da haben wir nämlich wieder was gebucht. St. Johann lassen wir heute mal rechts liegen und fahren an der Salzach weiter. Und unser nächstes Ziel ist dann Bischofshofen. In 9 Kilometern. Gehen wir's an.
Und den Blick hier hat man, wenn man nach Bischofshofen radelt. Denn da kommen wir jetzt gleich an. Jetzt sind wir gerade vor Bischofshofen, fahren wir über die Salzach in die Stadt rein. Und ich brauche nichts sagen, es ist einfach nur schön. Also das Wetter, der Weg, passt gerade alles heute. Hier steht Fahrräder, muss man über die Brücke schieben, dann machen wir das auch. Also jetzt haben wir aber 62 Kilometer. Und das heißt, jetzt wird es dann Zeit, einen Radler zu trinken. Genau, da bin ich auch dafür. Und ruckzuck, da ist die Brücke. Haben wir schon das richtige Plätzle hier gefunden. Schöne Kulisse, passt alles. Und dieses Kössner Radler hier, wirklich spitze. Bloß habe ich beim Einkaufen einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen eins Naturradler Kräuter. Aber das hat aus Versehen der Yoshi jetzt erwischt. Und schmeckt? Naja, selbst in Grenzen. Zitrone ist besser. Zum Wohl. Zum Wohl. Da gehen wir halt die letzten 20 Kilometer von dem Tag noch an. Da vorne sieht man jetzt die Burg Hohenwerfen. Da müssen wir dann auch wieder den Berg hoch. Ja, hier in Werfen steigt es jetzt wieder mächtig an. Aber es ist schon wieder Land in Sicht. Es wird, glaube ich, wieder eben jetzt. Also hier steht der Pass Lueck und das heißt, man soll nur in Schrittgeschwindigkeit sich fortbewegen und daran halten wir uns jetzt auch. Wird besser sein. Also schieb mal los. Ja, wir sind schon oben. So schlimm war es jetzt gar nicht. Das ist wirklich ein kleiner, handlicher Pass. Den kann man gut überwinden. Ja, und hier direkt unterhalb von der Burg Hohenwerfen haben wir jetzt eine Zwangspause, aber nicht weil wir Blattfuß hätten oder sowas. Hier werden Bäume umgemacht an der Straße. Wir müssen so circa 10 Minuten warten und dann geht es wieder ein Stückchen weiter. Aber wir sind nicht allein, da ist schon eine ganze Autoschlange. Ja, bei der Abfahrt habe ich mir jetzt gerade die Jacke noch drüber geschmissen und jetzt fahre ich gerade durch Tenneck, heißt es. Tenneck. Aber ich bin schon wieder durch. Und immer wieder schöne Kulisse. Richtige Bühnenbild für eine Radtour. Hier gibt es jetzt keinen Radweg mehr. Hier muss man sich die Straße mit den Autos teilen eine Weile. Aber es ist ein Streifen einzeichnet für die Fahrräder. Insofern geht's. Und es ist ja ziemlich schmal hier zwischen die Berge. Nicht mehr arg viel Platz für einen extra Radweg. Ja. Und Gegenwind haben wir ganz schön, strengt ganz schön an gerade. Selbst den Berg runter müssen wir dreddeln. Ja, aber die 10 Kilometer oder was wir noch haben, die schaffen wir noch. Und das ist jetzt also die Festung Pass Lueck. Aber ich glaube, der Yoshi will heute nicht mehr da hochlaufen. Und es geht wieder mächtig nach oben. Yoshi kämpft noch.
aber nur 200 Meter, dann müsste man sagen. Ihr müsst oben sein. Von nun an ging es bergab Richtung Gölling. Und da haben wir eine Pension. Jetzt müssen wir die noch finden. Boah, das war jetzt doch noch mal anstrengend hier hoch. Aber wieder mal ein schöner Blick. Wir haben unsere Pension erreicht, das Gästehaus Sunkler. Ja, schauen wir mal rein, ob wir duschen können. Ne? Das wäre jetzt mal angesagt. Das Zimmer hier haben wir diesmal bei booking.com reserviert. Und das hat so 65 Euro gekostet mit Frühstück. Ich glaube, ohne wären es 55 gewesen. Und das Stiegelbier hier haben wir da vorne von der Tanke. Das ist nämlich unser Siegerbier für heute. Wir haben nämlich wieder 85, 86 Kilometer, einige Höhenmeter und deswegen, das haben wir uns jetzt verdient, das trinken wir jetzt und dann gehen wir duschen und dann gucken wir noch nach was zum Essen. Und jetzt aber erstmal ein Stiegelbier zum Wohl. Das Bild hängt schief. Ja, das Bild ist komisch und schief. Das ist komisch und schief. Ich weiß nicht, ob wir da drunter schlafen können, ne? Ja, die Sonne geht jetzt in die Berge hier unter. Wir sind frisch geduscht. Jetzt gehen wir noch nach dem Gölling rein. Wir haben gerade auf Google gesucht. Da haben wir ein China-Restaurant gefunden. 800 Meter zu laufen. Kein Problem, oder? Das Thema gehen wir an und dann hauen wir uns noch eine Ente rein heute. Schon wieder Fleisch. Ach, heute Mittag haben wir doch Fisch gegessen. Ja. Passt. Dann können wir ruhig mal ein bisschen Ente essen, oder? Denke ich auch. Hier haben wir ein herrliches Panorama und da haben wir den Longjiang. Longjiang. Unser China-Restaurant. Ist dezent genug. Wir hatten jetzt beim Chinesen 8 Kostbarkeiten haben wir uns reingezogen. Das waren auch wirklich 8 Kostbarkeiten. War richtig lecker. Und jetzt werden wir uns heute hier von euch verabschieden. Aber morgen geht's weiter. Aber morgen gibt es wieder ein extra Teil. Ich denke mal, der heute war wieder so lang, dass wir das Ding cutten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh. Na, wahrscheinlich beim Frühstück wieder. Hm? Alles klar, jetzt machen wir Feierabend. Und bis dann, ciao. Ciao.